Ein Prost auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim. Endliche. Und wir sind hier bei der Hauptquest. Das nächste Ziel ist, wir müssen Delphin bei den Stellen treffen und wir schauen gleich mal, wo das ist. Und das ist nämlich außerhalb von Einsamkeit, nämlich irgendwo in der Pampa da unten. Und ich habe da echt die starke Befürchtung, wenn wir da so nachschauen. Wir haben ja Bekleidung, nämlich Rüstwert, ja, gleich Null, ja, Rüstungswert gleich Null. Jetzt bin ich mir nicht sicher, soll ich mir von unserem Großvater ein wenig was ausleihen, bis wir dort sind, und das gebe ich ihm dann wieder. Darf ich behalten? Typisch Großvater. War nur ein Scherz. Schauen wir nach, was der so nebenbei dabei hat. Bekleidung schauen wir gleich rein. Nämlich die Armschienen haben 182, die Stiefel 182. Ein Schild hätte er dabei, das könnten wir ihm dann wieder geben, 109, und die Eisenrüstung auch noch, ja. Ja, das nehme ich doch. Du kannst nicht die... Was? Die hat er ja nicht an, verflixt, ja. Du kannst nicht die Ausrüstung deines Teamkameraden tragen, haha. Der hat die Eisenrüstung nicht an. Ah, die gehört ihm persönlich. Sorry, ja. Ja, dann ziehen wir das ein und das war's dann auch schon. Damit wir wenigstens ein wenig Rüstungswert haben, ja? Okay. Gehen wir raus. Ah, wir müssen das Zeug anziehen auch gleich. Ja, da hinten geht's raus, sorry. So, einmal raus und dann. Da können wir leider nicht die Schnellreise antreten, weil. Waren wir dort schon oder waren wir nicht dort schon? Aber werden wir gleich sehen, egal. Ich ziehe mal das Zeug an, vor der Angst. Kleidung, wir werden das einmal anziehen. Und wo ist denn der Schutzschild? Okay. Schaut ja auch nicht so schlecht aus. Und wir müssen da raus, ja. Ich habe die Karte mal geguckt und schauen, ob wir dorthin kommen. Ah, doch, geht. Ob wir zu Fuß nicht schneller gewesen wären, ist eine andere Sache. So, jetzt bin ich mal gespannt, was Delphin so zu sagen hat. Ich hoffe, ich verplane mich da nicht total, aber meine super Rüstung hat ja unser Kontaktmann, ne? Schon in der Zentrale von den bösen Jungs. Schauen wir. Na komm. Lasst mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Okay. Ah, die sitzt ja da. Wir waren da, ja. Da links oben sind wir raufgelaufen, mal. Das stimmt. Da ist sie ja schon. Delphin, komm her. Habt ihr Malborn die Sachen gegeben, die ihr in die Botschaft schmuggeln wollt? Ja. Gut. Ich habe eure Einladung zur Feier. Aber an den Wachen werdet ihr nur vorbeikommen, wenn sie wirklich glauben, dass ihr ein geladener Gast seid. Und das heißt, ihr müsst auch wie ein Gast aussehen und dürft nicht bis an die Zähne bewaffnet kommen. Hier, legt das an. Ja, super. Wenn ihr bereit seid, verwahre ich den Rest eurer Sachen, bis ihr wieder zurück seid. Ihr werdet nur das haben, was Malborn für euch hineingeschmuggelt hat, und das, was ihr drinnen eventuell noch finden könnt. Dann war die ganze Einkaufstour umsonst. Komm her, jetzt hau ich dir eine runter, das ist mal früher. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Das hättest du mir auch früher sagen können. Verflixt, wozu habe ich das gern gekauft? Echt. Da, wir ziehen uns da drinnen um. Muss ja nicht gleich jeder sehen, gell? Ein wenig schamig ist die. Du siehst auch. Schauen wir mal rein. Bekleidung. Was hatten die uns jetzt gegeben? Festliche Stiefel, festliche Kleider. Okay. Die feinen, glänzenden, die sind jetzt weg. Feiner Hut.
brauche ich anscheinend nicht, ja? Ja, um so viel besser schaust du aber jetzt auch nicht aus. Herrgott, seit wann das ja eine Modemuffel. So, jetzt stehe ich wieder mal am Schlauch. So. In dieser Kleidung könnt ihr nicht auf einer Feier in der Botschaft der Talmor erscheinen. Ah ja, die Armschienen und das Zeug. Komm her, Belrand. Ich möchte mit euch ein paar Dinge tauschen. Alter. Darf ich's behalten? War nur ein Scherz. Immer dasselbe, ist egal. Ha? Gut, Belrand, dann kriegst du von mir Bekleidung wieder retour. Das war ja, typisch Toso, gell? Geben wir die Schienen, die Stiefel, das nicht für eine Glitzernde. Das haben wir alles an, das kannst du auch alles mitnehmen. Okay. Ah, darum, denn wir das liefern müssen, verflixt nochmal. Okay, soweit dürfte das jetzt passen, ne? Schauen wir mal. Los. Kommt ihr Finn. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Moment noch. Jetzt ist nicht die Zeit, um kalte Füße zu bekommen. Ich habe alles in eure Hände gelegt. Nicht zuletzt Malborns Leben. Jetzt tut, was ihr tun müsst und lasst uns aufbrechen, bevor wir unsere Gelegenheit verpassen. Ja, okidoki. Wir haben da noch das Schild. Damit kommen wir nicht durch. Ja? Komm her nochmal. Ich möchte ein paar Dinge da. Darf ich behalten? Schau doch in Großvater. War nur ein Scherz. Der hat sich einen Hut aufgesetzt. Das Schuppenschild, das gebe ich dir gleich. Ja, nichts geben. Schaut mich her. Ja. Nach euch. Ja, kommt nicht einmal so schlecht. Großvater Riffler. Ist eher cool. Okay. So, Delphine, komm. Das muss genügen. So werdet ihr als ein echter Gast durchgehen. Zumindest bis ihr den Mund aufmacht. Seid ihr bereit, die Kutsche zur Botschaft zu besteigen? Wir sind bereit. Ich bin bereit. Bewahrt den Rest meiner Dinge gut für mich auf. Keine Sorge, das wird alles bis zu eurer Rückkehr auf euch warten. Seht nur zu, dass ihr mit den Informationen, die wir brauchen, lebend wieder dort herauskommt. Viel Glück. Was, bin ich jetzt allein? Ja, super. Ja, ich glaube, da werden wir das erste Mal sterben. Hä? Die werden uns vernichten. Null Rüstung. Das ist überhaupt nicht gut für Dosita. Aber bin schon gespannt. Großvater zieht sich einfach die Haube über. Ja? Talmorsche Botschaft. Noch jemand zu spät zu Elenvens kleiner Abendgesellschaft. Und dann kommt ihr auch noch mit der Kutsche an. Ich grüße euch, werte Dame. Meine Verspätung liegt an den verwirrenden Wegen dieses götterverdammten Berges. Ich hatte nicht die Absicht, verspätet anzukommen. Eigentlich komme ich ja lieber zu früh, oft schon am Tag vor dem Fest, damit ich ja keinen Teil des Gezeches verpasse. Ratelan, okay. Heutzutage trinken die Leute deutlich zu wenig, meint ihr nicht? Du bist... Ja? Gib mir deine Visitenkarte. Ich werde mich hier kurz ausruhen, obwohl es hier draußen verdammt kalt ist. Ich freue mich wirklich nicht auf den Rückweg. Okay, schauen wir uns hier mal um. Wo sind wir überhaupt? Auf der Karte mal geguckt. Das muss weit nordwestlich sein, schätze ich mal. Da waren wir schon, Festung, ja. Ja, nordwestlich da, tatsächlich. Da an der Küste waren wir. Ja? Festung Nordwacht, genau.
Vielleicht könnten wir uns nach dem Festival eine Kutsche teilen. Ich weiß, ich weiß. Wir haben uns gerade erst kennengelernt. Aber am Ende des Fests sind wir ganz sicher dicke Freunde. Ich freue mich drauf. Ja, die Frage ist... Macht euch um mich keine Sorgen. Die Kälte kann mir überhaupt nichts anhaben. Wie wirst du dich halten da drin, ja? Ich folge euch. Obwohl diese Leute mich kennen, ihr müsst wissen, dass ich nie eines von Elenvens Festen verpasse. Razilan, ja, ich merke mir deinen Namen. Wir schauen da mal rauf. Die Jungs sind alle gut gerüstet, ja. Jetzt frage ich mich wirklich, ob wir hier nur schleichen und spionieren oder ob wir gleich die ganze Hütte ausräuchern sollen. Großvater ist auch dabei. Ich folge euch. Ob sie den reinlassen? Leute mich kennen. Ihr müsst wissen, dass ich nie eines von Elenvens Festen verpasse. Bitte. Gibt es denn noch was da hinten? Sorry Leute, ich schaue mich gleich um, weil das wird ein Schlachtfeld. Ah, Zauberer hasse ich. Okay. Obwohl diese Leute mich kennen, ihr müsst wissen, dass ich nie eines von Elenvens Festen verpasse. Seht ihr da die Notfallausrüstung? Guten Tag. Spaten? Macht euch um mich keine Sorgen. Die Kälte kann hier überhaupt nichts anhaben. Ja, cool. Gut so. Ich glaube, ich werde dann nicht obwohl anfangen. Obwohl diese Leute mich kennen, ihr müsst wissen, dass ich nie eines von Elenvens Festen verpasse. Willkommen in der Botschaft der Talmor. Eure Einladung bitte. Gibt es ein Problem? Natürlich nicht. Eine reine Formalität. Ich muss nur eure Einladung sehen. Ist okay. Kleiner Moment, ich glaube, ich habe sie auf dem Wagen liegen lassen. Nö, das machen wir doch gleich. Hier, bitte. Vielen Dank, meine Dame. Geht einfach hinein. Okay. Hier ist meine Einladung. Ich habe keinen vergifteten Dolch unter meiner Hose versteckt. Und so weiter und so fort. Ich tue nur meine Pflicht. Alles in bester Ordnung. Willkommen zurück. Ja, ja. Ich brauche erstmal was zu trinken. Razilan ist cool. Geht bitte direkt durch. Wir feiern bereits gekommen. Gehen wir Razilan nach einfach. Razilan. Der klingt schon so. Der geht jetzt da rein. Ja, und da? Den Gästen wird geraten, in der Botschaft zu bleiben. Bitte tretet in die Botschaft ein. Den Gästen wird geraten, in der Botschaft zu bleiben. Ist okay. Genau hier, und ihr kennt das ja, das ist wieder so ein Cliffhanger. Dosita Riffraff, ja? Riffraff darf rein mit seiner Rüstung. Mein Großvater, seht ihr das? Dem kann nichts passieren, nur mir. Wir sehen uns wieder da, wenn es da heißt, im Gelage, ja. Mit unserem Razilan was zu trinken. Und bis zum nächsten Mal. Ja? Im Himmelsrat. Euer Toso. Ciao. Wie euch das Drachenblut naht. Zum Licht war das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das Drachenblut ist da.